Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Herzlich willkommen zum allerersten Mercedes-Benz Reiterforum Live. Wie ihr seht, ich habe es mir bequem gemacht im schönen See- und Sporthotel in Ankum. Und ich habe einen ganz, ganz tollen Gast an meiner Seite heute Abend. Die erfolgreiche Dressurreiterin Christina Bröhring-Sprehe. Christina, du hast dich durch den Schnee zu uns gekämpft. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Ich freue mich auch dabei zu sein. Der Frank Henning hatte mich angesprochen, ob ich Lust dazu hätte, als erste Referentin bei diesem neuen Konzept mitzumachen. Und ja, dafür will ich nochmal Danke sagen. Das hat wirklich super viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich. Ich freue mich auch, dass du da bist. Bevor wir gleich in Ruhe quatschen, möchte ich euch aber erstmal erzählen, was euch überhaupt erwartet. Es gibt das ganz klassische Reiterforum. Das gibt es bereits seit 25 Jahren. Das ist von und mit Frank Henning. Es waren insgesamt über 600.000 Teilnehmer schon mit dabei. Ihr wart ja vielleicht auch schon mal da. Und das Ganze wird seit sage und schreibe 12 Jahren von Mercedes-Benz unterstützt. So wie aber alles digitaler wird, macht sich eben das Reiterforum jetzt auch auf ins digitale Zeitalter. Und beim Reiterforum Live erwarten euch spannende Home-Stories, ihr bekommt Trainingseinblicke. Es gibt natürlich, wie es sich für das Internet gehört, auch Gewinnspiele. Heute Abend auch, aber dazu später mehr. Und es gibt eben richtig tolle Interviews mit den Topstars aus der Reitsportszene. Und genau dafür ist Christina heute eben bei mir. Die Zuschauer, die kennen dich natürlich, Christina. Eigentlich müsste ich dich gar nicht vorstellen. Trotzdem möchte ich es mir nicht nehmen lassen, so ein paar deiner Erfolge einmal aufzuzählen. Du bist deutsche Meisterin, du bist Europameisterin, Weltmeisterin und du hattest natürlich auch die goldene Medaille bei den Olympischen Spielen um den Hals hängen. Das sind wahnsinnig viele Erfolge. Kann man da noch sagen, was so der Top-Erfolg für einen war? Ach, ich glaube, jeder Erfolg an sich ist was ganz Besonderes. Natürlich ist es für jeden Sportler das allergrößte Mal an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Ich durfte das jetzt bereits zweimal und das, ja, da ist ein Traum in Erfüllung gegangen, dann noch die Goldmedaille und den ganzen Satz zusammen zu haben, auch eine Einzelmedaille. Ja, da ist schon ein Traum in Erfüllung gegangen und ja, was Schöneres gibt's nicht. Also alles zusammen einfach viele, viele tolle Momente, die du da hattest. Ja, auf jeden Fall. Da sprechen wir natürlich gleich auch noch drüber. Aber das Schöne ist, nicht nur ich kann mit Christina sprechen. Wir sind auf eure Mithilfe sogar angewiesen. Wir wünschen uns, dass ihr uns ganz, ganz viele Fragen stellt. Und zwar könnt ihr die einfach in diesem Stream in die Kommentare posten. Und wir lesen uns die Fragen dann einfach ein bisschen durch und ein paar, die werde ich dir dann eben stellen. Und dann wird Christina eure Fragen auch beantworten. So, jetzt wollen wir aber auch wirklich loslegen. Du hast uns nämlich eingeladen. Wir waren bei dir zu Hause. Danke nochmal für die Einladung. Gerne. Und wir durften dir beim Training mit drei sehr, sehr unterschiedlichen Pferden über die Schulter schauen. Mhm. Und was mich persönlich freut, wir haben dich auch von einer sehr privaten Seite kennenlernen dürfen. Ich stehe wirklich jeden Morgen sehr gerne auf, weil ich mich auf meine eigenen Pferde schon wahnsinnig freue und das jeden Tag, ob das Montag oder Sonntag ist. Ach, ich gehe eigentlich einmal durch die Reihe. Ich fange jetzt nicht beim bestimmten Pferd an, aber man sieht schon, wenn man kommt und man hat vielleicht mal ein Leckerchen dabei, dass die Pferde sich freuen, wenn man da ist und wenn man die begrüßt. Und ja, das versüßt einen natürlich schon den Tag, wenn du merkst, dass sich auch die Pferde freuen, wenn man in den Stall kommt. Christina Bröhring-Sprehe, eine Pferdefrau durch und durch. Angefangen hat ihr Virus mit 3 Jahren, und zwar mit Pony Maxi. Es war nicht von langer Dauer. Das war so, Tanja und ich saßen auf diesem Shetland-Pony halt, zu zweit. Mein Papa hatte ihn am Führstrick und war am Hühnerfüttern. Und ob er das irgendwie verwechselt hat, den Eimer mit den Hintern, ja, dann hat er mal einmal ordentlich zugebissen und auch nicht wieder losgelassen. Es war auch noch ein Shetland-Pony Hengst, also der war auch ein bisschen frecher. Ja, konnte er eine Woche nicht sitzen, ne? Aber dann kam auch schon relativ schnell das nächste Pony und ja, mit dem Nathan, das war auch ein kleines Rapp-Pony, quasi der Despi in klein, mit dem bin ich auch mit 12 Jahren die ersten deutschen Meisterschaften geritten und ja, ab da ging es eigentlich so los. Mit Top-Hengst Desperados macht sie dann den Erfolg perfekt und reitet sich an die Weltspitze. Ja, Desperados ist
mein absolutes Traumpferd. Der ist als Hengst ein ganz lieber im Stall, ein ganz charmantes Pferd. Der wird keiner Fliege was zu Leide tun, auch überhaupt gar keine Hengstmanieren im Stall. Wir sagen immer, man kann fast ein Baby mit im Stall legen, so lieb ist er. Desperados ist ein Teil der Familie und die wird bei Spreers großgeschrieben. Paul Spreer ist der Macher im Hintergrund und hält seiner Tochter den Rücken frei. Wenn man diesen Sport sucht auf diesem Niveau, dann ist es tatsächlich sehr wichtig, dass man als Familie dahinter steht. Natürlich, wenn man ja auf die Jahre zurückblickt, dann ist man auch ein wenig stolz darauf, was sie an Erfolge erringen konnte. Also ich bin eh ein Familienmensch, von daher ist mir das wichtig, dass das alles so harmoniert und so gut funktioniert. Also ich glaube, wenn man die Unterstützung irgendwo nicht hat, dann wird es auch schwierig. Von daher bin ich stolz darauf, dass das so gut funktioniert. Die Pferde sind Christinas Lebensmittelpunkt und für ihren Erfolg packt sie ganz schön an. Ach, mein Lebensmotto war eigentlich immer ohne Fleiß kein Preis. Fleiß hat sich eigentlich immer ausgezahlt, so wie ich das jetzt beurteilen kann. Fleiß, Spaß und die Liebe zu den Tieren. Das ist Christina Bröhring-Spreers Erfolgsrezept. So kann sie mit ihrem zwei- und vierbeinigen Team jede Herausforderung meistern. Mit den Hunden läuft das nicht ganz so rund, mit den Pferden umso besser, oder? Ja. Er wollte nicht so wirklich zu dir kommen mehr? Nee, er möchte lieber woanders hin. Ich glaube, hätte ich ein Leckerli in der Hand gehabt, wäre es besser gewesen. Wir reden ja heute nicht über Hunde, sondern genau. Über Pferde. Bist du heute gut angekommen durch das Schneekorps? Wo kommst du aktuell her? Warst du bei dir zu Hause im Stall? Ja, ich habe heute Morgen um 7 Uhr schon auf dem ersten gesessen, habe 6 Pferde geritten und bin dann hierher. Aber es ist ja ein Katzensprung von mir zu Hause. Ich wohne in Dinklage, das sind vielleicht 20 Minuten und da ist man ja schnell hier. Das ging auch mit Schnee ganz gut. Also du hast es dir jetzt auch heute Morgen nicht nehmen lassen, jedes Pferd nochmal selber zu reiten, obwohl du jetzt auf Sendung musstest. Ja, das muss sein, ja, täglich. Wie sieht denn dein Tagesablauf aus, wenn du jetzt nicht nachmittags und abends hier bei uns sitzt? Stehst du dann trotzdem super früh auf? Wie ist so ein klassischer Tagesablauf bei dir? Ich bin schon um 7:30 meistens auf dem ersten Pferd. Desperados wird momentan zweimal geritten. Das heißt, ich reite so um die 7 Pferde. Und klar wird der ein oder andere auch mal longiert oder hat auch mal frei. Es sind ja auch jüngere Pferde dabei. Aber ich bin schon bis späten Nachmittag im Stall. Und ja, es macht Spaß, auch selber mal ein bisschen mitzuhelfen. Und also du packst wirklich dann selber mit an, auch im Stall manchmal? Ja, auch. Auch gerade sonntags, da ist es immer, wechselt es immer ein bisschen, ob die Pflegerin hat sonntags mal Dienst, mal frei. Und dann ist man halt auch mal alleine und da freue ich mich immer. Mein Papa ist dann immer dabei und hilft und mistet auch die Ställe aus. Also das ist echt, doch macht Spaß. Also eine richtige Familiengeschichte. Ja. Hast du eine bestimmte Reihenfolge bei den Pferden? Also reitest du immer das gleiche Pferd zuerst? Fängst du mit Desperados generell an oder wechselst du da, je nach Bedarf? Ich versuche eigentlich schon zu wechseln, aber da ich Desperados zweimal reite, zweimal reiten, also das Pensum wird so ein bisschen variiert. Morgens wird ein bisschen locker geritten und dann nachmittags, je nachdem, ob ein Turnier ansteht, wird ein bisschen intensiver geritten. Aber eigentlich fange ich mit Despi an. Bei den anderen variiere ich eigentlich und Despi dann nochmal zum Schluss. Wie sieht denn die aktuelle Situation aus mit deinen Trainern? Du reitest sicherlich nicht immer alleine. Nee. Wie ist da die Aufteilung? Wie oft reitest du alleine? Mit welchen Trainern trainierst du wann? Also Monika Teodorescu, die Bundestrainerin, kommt teilweise vorbei und guckt, ob alles läuft. Oder ich fahre auch mal hin. Aber auch mit Johnny Hilberath arbeite ich zusammen. Und ja, das ist schon eine sehr, sehr große Hilfe. Wie oft ist das ungefähr? Kannst du das sagen? Also wie oft du alleine reitest im Vergleich zu klassischem Training, wenn jemand dabei ist? Jetzt in der Winterpause reite ich eigentlich viel alleine. Aber grundsätzlich, wenn ein Turnier ansteht, versuche ich schon, ob es einmal die Woche ist oder manchmal fahre ich auch für mehrere Tage hin, das alles ein bisschen zu intensivieren. Ja. Wir werden uns gleich ja auch ganz viel Training von dir anschauen zu Hause. Du hast uns ja zugucken lassen. Vorher habe ich aber für euch die Infos, auf die ihr wahrscheinlich schon wartet, nämlich die Infos zum Gewinnspiel. Es gibt heute wirklich was richtig Cooles zu gewinnen. Und zwar kann man das da hinten auch schon unterm Tannenbaum liegen sehen, denke ich mal.
Es gibt nämlich eine Mercedes-Benz-Schabracke zu gewinnen und eine Mercedes-Benz-Abschwitzdecke. Es gibt heute also zwei Gewinner. Und das sind nicht irgendwelche Sachen. Die Schabracke und die Abschwitzdecke, die wurden nämlich von Desperados höchstpersönlich bei unserem Dreh getragen. Und wir versprechen euch, die Sachen sind definitiv ungewaschen. Die kommen also im Original Desperados-Style zu euch nach Hause. Und alles, was ihr tun dürft, wenn ihr mitmachen möchtet und im Lostopf landen möchtet, ist, diesen Livestream einfach einmal zu teilen und dann noch einen netten Kommentar einfach unten drunter zu posten. Und zack, zarab, schon seid ihr im Lostopf. Und die zwei Gewinner, die werden natürlich auch am Ende dieser Sendung von mir verkündet. Die Decke hast du abgegeben? Ja, ungerne, aber mir wurde noch eine weitere Decke versprochen. Hast du da noch eine? Also wir können da später nochmal, wir reden nochmal. Die zwei Sachen, die gehen auf jeden Fall an euch. Und jetzt wollen wir auch endlich zu deinem ersten Training kommen. Drei Pferde wirst du uns zeigen und wir fangen an mit Destiny, einem 8-jährigen Wallach, ein Oldenburger, mit dem du eine erfolgreiche Saison hattest. Kannst du uns noch ein bisschen mehr zu ihm erzählen? Er ist 8 Jahre alt, das ist ein Sohn von Desperados. Ich reite ihn jetzt seit Anfang des Jahres ungefähr. Und ja, das ist ein ganz tolles Pferd, also nicht nur, weil es der Sohn von Desperados ist, sondern... Das macht es aber auch besonders. Das macht es auch besonders, genau. Wir konnten jetzt in dieser Saison schon wirklich Inter 1 und St. Georg Siege erringen mit über 78%. Und er ist einfach super schön zu reiten. Ich sage mal, so ein richtiges Damenpferd eigentlich. Hat auch, glaube ich, für später mal ganz viel Talent für den Grand Prix-Sport, Piaf Passage. Da merkt man schon, den kannst du wirklich motivieren und der hat Spaß an der Arbeit. Und ja, es macht einfach Spaß mit ihm. Und das ist jetzt auch der Weg über den Winter, so Richtung Grand Prix? Ja, genau. Also wir sind jetzt einige Turniere St. Georg Inter 1 geritten, um so ein bisschen reinzukommen, also ein bisschen den Einstieg zu finden. Und das hat wirklich sehr gut geklappt. Und jetzt über den Winter wollen wir in Verbindung mit den Trainern zum Grand Prix hin, also Piaf Passage, das klappt wirklich schon sehr gut, der reagiert und hat da auch wirklich das Talent von Papa ein bisschen mitgekriegt. Ja, das wollen wir jetzt natürlich ausbauen und dann hoffe ich, dass wir im nächsten Jahr ihn für den Louis-Preis, das ist ein Nachwuchspferde-Grand Prix, ja, dass wir ihn da vorstellen können. Reden kann man natürlich über viel. Wir wollen jetzt aber ein paar Bilder sehen und deshalb schauen wir uns jetzt mal Teile des Wintertrainings von Destiny an. Abschnaufen ist gut, meistens zumindest. Und wieder vorwärts reiten. Da denkt man oftmals nicht dran, wenn man gerade anfängt zu reiten, dümmelt man da so vor sich her und denkt gar nicht dran, dass es dieses Vorwärtsreiten allein schon im Schritt über dem Rücken zu arbeiten, das macht schon ganz viel der Lösungsarbeit aus und ist. Man muss sich immer darauf wieder konzentrieren, dass man das auch macht. Auch hier wieder einfach Seitengänge, dass er am Körper ein bisschen beweglich wird. Auch bei Destiny ist es sehr, sehr wichtig. Es ist ein sehr groß gewachsenes Pferd. Deswegen ist es hier auch bei diesem Pferd sehr, sehr wichtig, dass er erstmal den Weg nach unten sucht, dass er den Hals fallen lässt und dann den Rücken aufwölbt. Ihr werdet das gleich auch sehen, er fängt mit ein bisschen strammem Rücken an. Deswegen ist es auch bei ihm das Ziel, während der Arbeit oder während des Trainings ihn einfach so einzustellen, dass man merkt, dass der Unterhalt sich fallen lässt und sich der Rücken aufwölbt. Fangen jetzt auch ganz normal an zu traben. Lass ihn jetzt erstmal so seine Zeit, die er ein bisschen gebraucht, ohne ihn zu fordern. Erstmal ein bisschen warm werden lassen. Am langen Zügel vom Hufschlag weg. Und wieder ein bisschen gebogene Linien. Jeder Reiter oder auch jedes Pferd hat eine schwächere Hand. Deswegen muss ich mich selber darauf konzentrieren, dass ich nicht nur links rum reite, sondern auch mal rechts rum. Und den rechts rum immer durch habe, dass er da loslässt.
mal ein bisschen mehr stellen und mal wieder loslassen. Loslassen ist ganz wichtig bei ihm, dass er weiß, wenn ich die Hand vorgebe oder auch treibe, dass das Maul dem Zügel folgt und er nicht das Gebiss ausspuckt. Ich selber muss bei diesem Pferd immer ein bisschen darauf achten, dass ich auch dieses Pferd gerade behalte. Deswegen ist es immer sinnvoll, auch mal einfach eine Mittellinie zu reiten. Das werde ich euch nachher noch zeigen. Im Galopp oder auch im Trab, um zu sehen, dass das Pferd wirklich gerade gerichtet ist. Braucht immer so ein bisschen längere Aufwärmphase. Aber später merkt man auch, wie man dieses Pferd motivieren kann. Das ist eigentlich das Schöne an diesem Pferd. Bei diesem Pferd handhabe ich das eigentlich, dass ich, wenn ich jetzt anfange zu galoppieren, eigentlich viel im leichten Sitz erstmal anfange und den hier in der großen Halle so ein bisschen ausbuckeln lasse, beziehungsweise dass er den Rücken frei kriegt. Das werde ich jetzt hier so ein bisschen überspringen. Jetzt kann ich vorwärts reiten und er lässt sich fallen. Schnauft ab. Das ist immer ein Zeichen, dass er sich entspannt. Jetzt versuche ich, das Pferd ein bisschen zu schließen und trotzdem das Genick noch ein bisschen flacher zu halten. Möchte sich gerne schon wie auf dem Turnier sich oben reinstellen, aber da muss man aufpassen, wenn er nur in dieser Haltung geht, dass der Rücken nicht fest wird. Deswegen zu Hause arbeite ich immer daran, dass er das Genick ein bisschen flacher hat, weil dieses nach oben reiten, das ist zum Schluss kein Problem. Jetzt fange ich einfach mal mit dem Außengalopp an, ein bisschen zu gymnastizieren. Hier im Außengalopp mal wieder zulegen, einfangen, zulegen, einfangen. Auch einfach mal ein bisschen gewollt mehr nach links stellen, rechts ein bisschen loslassen, dass er geschmeidig bleibt im Genick. Oder einfach mal ein bisschen gar nicht rechts, links hin und her, sondern einfach das Gebiss mal so ein bisschen bewegen. Einfach mal so einen Wechsel einbauen und das gleiche den Außengalopp noch mal auf der anderen Hand. Auch hier wieder gucken, dass ich den rechten Zügel genug dran habe, dass er gerade bleibt. Ich links mal vorgeben kann, wieder zulegen, einfangen. Und eine Schrittpause. Auch hier gucken, dass er auch nach der Galopptour wieder ans Gebissrand schreitet. Das war der erste Teil des Trainings mit Destiny. Die Lösungsphase, gymnastizierende Elemente, wie du selber gesagt hast, der Außengalopp. Bevor wir jetzt wieder fachlich werden, mir ist natürlich der leichte Sitz aufgefallen. Wie viel Springreiterin steckt denn in dir? Also da steckt nicht so viel hinter. Also sieht aber gut aus. Wir haben Gott sei Dank Gummi oder so Schaumstoffstangen zu Hause, die können nicht kaputt gehen und ich glaube, das ist von Vorteil. Aber das baust du schon regelmäßig ins Training mit ein? Ja, mal so Stangenarbeit. Natürlich wissen die Pferde dann auch irgendwann, dürfen sie oder können sie drauf treten, aber so kann wenigstens nichts passieren mit den Pferden. Aber so ein bisschen Stangenarbeit
tut ihnen ganz gut. Wir wechseln einfach wieder zurück zur Dressur, würde ich vorschlagen. Du hast es selber gesagt, Destiny ist ein großes Pferd. Ist das eine besondere Herausforderung für dich? Habe ich erst gedacht, aber da dieses Pferd so leichtrittig ist und wirklich richtig gut zu motivieren ist, ist es jetzt kein Büffel, den du nur treiben musst, sondern der fängt ein bisschen normaler an, muss den Rücken erst losbekommen oder auch die Muskulatur warm bekommen, aber dann kann man den wirklich super motivieren und du kannst dich einfach nur hinsetzen und den eigentlich auch machen lassen und das macht einfach Spaß. Könntest du denn generell sagen, dass dir eher große oder kleine Pferde liegen oder sagst du einfach, die müssen gut zu reiten sein, die müssen Spaß machen? Ja, die müssen gut zu reiten sein und Spaß machen, natürlich. Ich bin nicht die Größte. Deswegen wäre es wahrscheinlich passender, wenn er jetzt nicht so groß ist. Aber ich finde, das ist jetzt kein Bulle, das ist ein schönes, sportliches Pferd und das passt, glaube ich, ganz gut. Wir haben euch gefragt, ob ihr auch Fragen stellen möchtet an Christina und das wurde begeistert angenommen. Es gibt Fragen unter diesem Stream und deshalb werden wir von jetzt an auch eure Fragen stellen. Ihr könnt das natürlich auch weitermachen, postet einfach eure Fragen in die Kommentare unter diesem Livestream. Und die erste Facebook-Frage, die reingekommen ist an dich, Christina. Warum reitest du so viel zweiter Hufschlag? Das ist eigentlich so, dass das eine ganz gute Korrektur ist, um mal zu sehen, auch wenn man im Spiegel guckt, ob das Pferd überhaupt gerade gerichtet ist, ob man beide Körperhälften gleich gymnastiziert hat. Oftmals neigt man ja als Reiter dazu, jeder hat eine bessere Hand, ich auch. Welche ist das? Links, ich reite sehr gerne links rum. Die Bundestrainerin wird jetzt wahrscheinlich lachen. Klar, die Fehler habe ich selber gemacht, deswegen kann ich da jetzt drüber sprechen. Ja. Man neigt oft dazu, am Hufschlag zu kleben und dann. Die Bande ist ja auch recht bequem, genau. Ne? Und deswegen muss man immer mal wieder zweiten Hufschlag oder Mittellinie, dass man mal wirklich sieht, ist das Pferd überhaupt gerade. Man freut sich dann, oh, ich kann eine Traversale reiten, aber kann eigentlich nicht gerade ausreiten. Ich denke mal, das ist die Basisarbeit, die da schon sitzen muss. Und so kannst du das selber ganz gut kontrollieren. Habe ich beide Zügel gleich dran und ist das Pferd gerade gerichtet. Ich verspreche dir, dass ich das nächstes Mal ausprobieren werde. Ist das auch so ein bisschen Appell von dir, so wirklich an der Basis zu arbeiten? Ja, also ich glaube, gerade wenn du Grand Prix reiten willst, wenn die Basisarbeit nicht sitzt, brauchst du, glaube ich, gar nicht anfangen. Da hängt so viel von ab, die Durchlässigkeit. Ich sage mal, wenn Desperados durchlässig ist, brauchst du keine Lektionen üben, die kann er. Von daher ist ja, die Basisarbeit oder die Lösungsarbeit eigentlich das Wichtigste von allem. Mich beruhigt, dass das auch du das immer noch machst. Da kam auch noch eine zweite Facebook-Frage rein. Und zwar hast du ja auch davon gesprochen, dass es Pferde gibt, die sich besser im Trab lösen, im Galopp lösen. Und die Frage ist eben, woran man merkt, ob man das Pferd im Trab oder im Galopp lösen sollte. Ich glaube, das muss jeder so ein bisschen fühlen. Ich habe Pferde, also generell fange ich natürlich an zu traben, lasse die Muskulatur ein bisschen warm werden. Bei Destiny und Desperados ist es zum Beispiel so, da fange ich relativ schnell im Galopp an, weil die sich sehr gut im Galopp lösen lassen. Wir haben eine Riesenhalle, da kannst du natürlich auch im leichten Sitz mal die galoppieren lassen, dass sie den Rücken frei kriegen. Und ja, das ist aber auch individuell von jedem Pferd unterschiedlich. Und da wechselst du einfach und schaust, was gut geht, was nicht gut geht. Das also als Antwort auf die Facebook-Fragen, die ihr gestellt habt. Wie gesagt, ihr könnt auch weiter noch Fragen unter diesen Stream posten. Wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Teil von Destiny. Wir haben das jetzt im ersten Teil in der Lösungsphase gesehen. Es ist ein entspanntes Pferd. Es war ein aufmerksames Ohrenspiel, kein nervöses Schweifschlagen. Und genau das Gleiche sieht man jetzt auch in der Arbeitsphase. Ich würde ihn jetzt vermehrt mit der Galopptour anfangen. Ich fange jetzt an, ihn im Galopp so ein bisschen mehr zu versammeln. Ich fange meistens auf dem Zirkel an und versuche durch erstmal die Versammlung ein bisschen zu entwickeln zu lassen, gar nicht zu viel treiben. Und dann erstmal ihn so ein bisschen machen lassen, dass er den Takt und dass er selber ein bisschen erstmal in den Takt findet und ja, die Versammlung entwickeln kann. Diesem Pferd ist es wichtig, dass er immer ein bisschen an der Hand ranzieht.
man ihn immer so ein bisschen flott macht und ein bisschen aktiviert. Immer einfach manchmal so ein bisschen sagen, so aufpassen. Und auch hier jetzt wieder auf dem Zirkel erstmal den Galoppschwung entwickeln lassen, die Versammlung dabei loslassen. Auch mal ein bisschen mehr zurücknehmen. Auch gar keine Fiorette. Und wieder raus und wieder versammeln. Hier auch noch mal geradeaus. Wieder raus. Jetzt fange ich mal an, so ein bisschen mehr an Piorettenarbeit zu denken. Arbeitspioretten. Eigentlich eine sehr gute Versammlungsbereitschaft. Muss nur zusehen, dass man dann auch wieder rauskommt, dass er den, dass es noch nicht zu klein macht. Ich mach's gleich noch einmal. Das war ein bisschen zu langsam noch. Er ist immer sehr bemüht und will das dann alles schon ein bisschen zu klein. Nicht zu sehr die Hinterhand rein, dass er sich nicht anfängt, da rumzuschmeißen. So. Wichtig ist auch, dass das Genick ruhig bleibt, dass er nicht anfängt zu wippen. Das passiert oft, wenn die Pferde das noch nicht so versuchen, einfach mit dem Genick noch auszugleichen. Reiten jetzt mal eine Wechseltour. Fangen mit Vierern an. Auch hier ist wichtig, dass das Pferd gerade bleibt. Die Zweierwechsel. Die versuche ich erst immer ein bisschen mehr vorwärts zu reiten, weil da sonst manchmal ein bisschen in der Luft stehen bleibt. Und auch jetzt wieder einmal nach unten lassen, dass er wieder abkauen kann. Noch mal eine Schrittpause. Jetzt mache ich weiter mit der Trabtour. Ein bisschen mit Schulter rein an. Wechsel von Schulter rein zum Grand Vier, dass man den einfach im Körper so ein bisschen geschmeidiger hält. Wichtig hier auch immer wieder tief genug beim Rücken einstellen. Jetzt auch ruhig mal eine Traversale einbauen.
mal wieder ein bisschen aufnehmen, ein bisschen mehr vorwärts in der Traversale selber, ein bisschen diese Übergänge einbauen. Nach und wieder Schulter herein. Und wieder. Dass man damit so ein bisschen spielt. Auch hier jetzt auf der Mittellinie gucken, dass er erst gerade ist, ein bisschen tiefer einstellt und dann Traversale reitet. Auch hier wieder ein bisschen aufnehmen und ein bisschen zulegen wieder. Gerade rechts muss ich immer ein bisschen gucken, dass ich genug Stellung drin habe. Gut. Das war die Arbeitsphase für euch mit Destiny und ihr habt jetzt gerade leider verpasst, was hier in der Pause für uns passiert ist. Christina meinte nämlich, das war auch die Arbeitsphase für dich. Du fandest irgendwie, dass du am Schnaufen warst. Ich finde es bewundernswert, dass du überhaupt sprechen kannst beim Reiten. Ja, also wenn ich es jetzt so höre, gefühlt schnaufe ich lauter als das Pferd, aber... Nein, das diskutieren wir einfach hier in der nächsten Pause für uns nochmal. Wir kommen jetzt einmal zurück zu den Bildern, die wir gerade gesehen haben. Du sprichst unter anderem viel von Tempowechseln. Warum ist das für dich wichtig? Warum reitest du das viel? Tempowechsel reite ich eigentlich deshalb, allein das Zulegen und das Aufnehmen, dass ich dieses Pferd versammeln kann, dass die Hinterhand aktiviert wird. Aber auch natürlich, um eine Durchlässigkeit zu erreichen beim Aufnehmen oder gerade beim Zulegen, dass er an der Hand rangeht und beim Aufnehmen, dass das mit Leichtigkeit, mit unsichtbaren Hilfen, wie man so schön sagt, passiert. Und gerade in den Aufgaben oder jetzt auch zum Grand Prix, da kommen die Lektionen so schnell hintereinander, da muss es einfach gewährleistet sein, dass du das Pferd vor den Pirouetten aufnehmen kannst, ohne großes Zögern. Und dafür sind diese Übergänge natürlich sinnvoll und auch für den Rücken, dass der Rücken weiterarbeitet und man die Anlehnung halt konstant hat. Du spielst aber nicht nur mit den Tempowechseln, du spielst auch, und das hast du auch sehr deutlich gesagt, auch mit der Genickposition. Also das heißt, du hast mal ein hohes Genick und dann lässt du auch wieder die Zügel mehr aus der Hand kauen, lässt ihn tiefer kommen. Warum ist dir das wichtig? Also das ist auch wieder so ein bisschen abhängig vom Pferd. Destiny neigt eher so ein bisschen dazu, sich manchmal so oben reinzustellen. Deswegen lasse ich ihn immer mal wieder ein bisschen tiefer kommen, gerade im Training. In der Prüfung muss er natürlich... in einer korrekten Anlehnung gehen, aber gerade zu Hause diese Gymnastizierung eher über dem Rücken, dass er den Rücken loslässt und nach oben bekomme ich den immer. Mhm. Das geht da eigentlich mehr darum, dass ich ihn immer zwischenzeitlich mal wieder nach unten lasse, dass die Muskulatur mal wieder entspannen kann und dass das ganze Pferd an sich einfach ein bisschen runder wird. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es unheimlich schön, dass du da wirklich anscheinend von Pferd zu Pferd wirklich entscheidest, was gut tut, wie fange ich an zu lösen, was kann ich einbauen, dass das Pferd einfach ja, gut arbeiten kann. Und wir haben neben vielen netten Kommentaren, die uns da draußen anscheinend erreichen, auch noch eine Facebook-Frage bekommen, und zwar folgende. Die wird jetzt einmal eingeblendet, glaube ich. Genau. Das hat jetzt nicht direkt was mit den Bildern zu tun, die wir gesehen haben. Aber die Frage ist, wie beginne ich denn mit dem fliegenden Galoppwechsel? Also schauen anscheinend auch viele Leute zu, die ihr Pferd vielleicht selber teilweise ein bisschen ausbilden möchten. Hast du da Empfehlungen? Also generell würde ich erstmal sagen, dass man den Galoppwechsel ein bisschen mehr nach vorne reitet. Mache ich bei Destiny zum Beispiel auch. Nicht in der Prüfung, da muss die Versammlung schon da sein, aber einfach so ein bisschen dieses mehr nach vorne, dass er nicht mit hoher Kruppe springt und einem so ein bisschen aus dem Sattel hebt, sondern erstmal nach vorne und dann... Nachher, wenn er den Rücken loslässt, dann kannst du den mehr versammeln. Aber
Ansonsten den fliegenden Galoppwechsel, ich glaube, das ist auch wieder individuell unterschiedlich, wie man dem Pferd das am besten beibringt. Viele machen es aus dem Außengalopp und dann reitet man so ein bisschen auf die Bande zu, dass er halt quasi umspringen muss. Oder, der Springreiter macht das vielleicht mit einer Stange? Mit einer Stange gibt es auch, genau. Also das ist, glaube ich, unterschiedlich, wie es vielleicht auch manchmal am besten geht. Ist vielleicht auch einfach ein guter Tipp zu sagen, dass man sich da einfach von seinem Trainer helfen lässt, genau, und da einfach mit professioneller Anleitung das Ganze angeht. Das ist besser, ja. So, wir haben jetzt ein paar Fragen beantwortet, wir haben ein bisschen geredet, wir wollen jetzt aber zum nächsten Pferd kommen. Destiny haben wir gesehen und jetzt haben wir ein weiteres Nachwuchspferd von dir und zwar den 5-jährigen Frederik. Kannst du ein bisschen was erzählen zu ihm? Ja, Frederik ist ein Fiedertanzhengst, 5-jährig. Noch nicht so lange bei mir im Stall und ja, Frederik macht einfach unglaublich viel Spaß. Der ist sehr rittig, ist für seine 5 Jahre auch schon, wie ich finde, sehr ausbalanciert und ja, ist einfach ein schönes Pferd, eine schöne Größe auch, ist nicht so groß. Wie groß ist er? Ich schätze so um die 1,70, so circa wie das Parados. Ist aber schön handlich und macht einfach Spaß, ja. Du sagst, er macht Spaß, es ist ja ein Hengst. Ist er ein kleiner Macho? Ist er frech? Oder? Nee, ich muss sagen, das geht eigentlich. Ob er jetzt Hengst bleibt oder nicht, das mache ich mal abhängig von den nächsten Turnieren. Mit Sicherheit ist es einfacher als Wallach. Aber das will ich mal abwarten und mal gucken, wie er sich so zeigt. Bevor wir uns jetzt die Bilder anschauen, was steht turniermäßig für ihn jetzt auf dem Programm in der nächsten Saison? Für den Frederik? Ja. Ach, da habe ich so ehrlich gesagt noch nicht wirklich was geplant. Da werde ich ländlich mal ein bisschen losfahren. Ich habe den noch in die Turnier geritten und da schauen wir mal, was sich da so ergibt. Apropos, da schauen wir mal. Wir schauen jetzt auch mal und zwar uns deine Trainingseinheit mit Frederik an. Ich fange dieses Pferd, den Frederik, erstmal ein bisschen mehr im Vorwärts. Vorwärts, abwärts. Sein Hals fallen lässt. Wie man jetzt sieht, ist er noch ein bisschen abgelenkt von der Außenwelt. Bei Hengsten ja auch nicht immer so einfach. Ist eigentlich ein Pferd mit 3 sehr guten Grundgangarten. Jetzt merkt man, dass er schon ein bisschen mehr loslässt. Auch am Ohrenspiel. Trotzdem muss man dieses Pferd immer ein bisschen vom Bein haben, dass er nicht hinter einem kommt, sondern ans Gebiss rangeht und laufen möchte. Auch ihn fange ich jetzt schon an zu galoppieren, weil ich ihn dadurch einfach ein bisschen besser lösen kann. Erstmal mehr im Vorwärts, der ist 5 Jahre, der ist jung. Da muss jetzt erstmal alles ein bisschen nach vorne gehen. Hier ist wichtig, wieder zulegen, dass er am Bein reagiert und nicht, wie das manche Hengste können, ein bisschen gegen das Bein gehen, sondern dass sie reagieren und auch nach vorne ziehen, wenn man das möchte. Ist eigentlich für einen 5-Jährigen kann man den eigentlich schon sehr gut aufnehmen. Die Versammlungsbereitschaft hat dieses Pferd und eigentlich auch, was ich euch gleich zeige, im Außengalopp auch schon eine recht gute Balance. Das hat nicht jeder 5-Jährige. Eigentlich ein sehr konstantes Genick schon.
Rücken legen, wieder anfangen. Da merkt man, dass er das für einen Fünfjährigen doch schon sehr gut macht, dieses Zulegen und dieses Einfangen, weil er einfach sehr kompakt ist, schon relativ fertig ist. Von daher fällt ihm das nicht so schwer. Trotzdem muss ich immer darauf achten, dass das Genick rund bleibt. Dass er tendenziell noch ein bisschen mehr über dem Rücken galoppiert. Das wird man gleich auch in der Trabtour sehen. Dass er noch so ein bisschen anfängt zu laufen, anstatt durch den Körper durchzuschwingen. Jetzt noch mal einmal ganz tief lassen. So, jetzt atmet er aus. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ist er auch entspannt. Mal wieder eine Schrittpause machen. Und auch hier wieder rantreiben. Dass er Bescheid weiß, dass noch nicht Feierabend ist, sondern dass noch gearbeitet wird. Jetzt fange ich mal einmal an mit einem Außengalopp. Und auch hier versuche ich das nicht prüfungsgerecht zu reiten, sondern eher ein bisschen tiefer einstellen. Dass ich den links, rechts durchstellen kann, dass er trotzdem weiter galoppiert. Wie man jetzt sieht, sowas, so ein Außengalopp mit einem Fünfjährigen in dieser Versammlung, das finde ich, macht er schon sehr gut, weil er sich einfach schon sehr gut setzen kann. Wieder zulegen, ein bisschen aufnehmen. Mal wieder überstreichen und mal wieder nach unten lassen. Hier merkt man zum Beispiel den Übergang vom Trab im Galopp, dass er sich einfach vom Genick noch mehr fallen lassen muss und nicht im Übergang raushebelt. Oder auch jetzt hier im Trab, dass er da reell nachgibt. So, besser. Deswegen ist es gerade auch mit den Jungen wichtig, viele Übergänge. Und wenn es Trab-Galopp ist, Trab-Schritt. Zügel aus der Hand kauen lassen, ein bisschen. Also ich bin ein bisschen verliebt, bevor ich jetzt aber zu sehr ins Schwärmen komme von Frederik. Ganz kurz für euch nochmal der Hinweis, denkt an unser Gewinnspiel. Wir verlosen heute ja zwei ganz tolle Sachen, nämlich eine Abschwitzdecke von Mercedes-Benz und eine Schabracke und beide eben getragen von Desperados und der Hinweis ist, glaube ich, auch wichtig. Ungewaschen kommen die Sachen zu euch. Alles, was ihr machen müsst, ist eben unter diesem Stream kommentieren, schreibt einfach einen netten kleinen Kommentar hin und teilt unseren Stream und schon seid ihr im Lostopf. So, jetzt aber zu Frederik. Der ist schon ganz schön schick. Der läuft auch für einen Fünfjährigen, finde ich zumindest, schon wirklich, wirklich ordentlich. Trotz allem hast du jetzt gerade gesagt, als wir den Beitrag gesehen haben, es gibt halt kleine Schwachpunkte, es gibt Sachen, die dir besser gefallen, Sachen, die dir weniger gefallen. Kannst du uns dazu was erzählen? Ja, also ich reite Frederik jetzt vielleicht seit 8 Wochen. Das ist ja noch relativ kurz. Bin gerade eigentlich dabei, dieses Pferd auch über dem Rücken zu reiten, wie die anderen eigentlich auch. Der war vorher für mich so ein bisschen hoch eingestellt. Und da merkt man einfach gerade im Aussitzen, im Trab, dass ihm das noch schwerfällt, dass er dann noch so ein bisschen das Laufen anfängt, sich so ein bisschen raushebelt und einfach noch nicht über den Rücken trabt. Das ist jetzt die letzten Wochen Gott sei Dank schon viel, viel besser geworden. Aber dafür ist diese Basisarbeit auch wieder wichtig, dass ich den wirklich
zu Anfang erstmal nur beim Rücken reite. Das war anfänglich erst nicht so einfach, aber das geht jetzt wirklich schon sehr, sehr gut. Wir haben auch dazu jetzt eine Facebook-Frage. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Das hast du auch mehrfach schon erwähnt jetzt gerade. Und die Frage ist, was bedeutet es eigentlich, ein Pferd vor dem Bein zu haben? Kannst du das kurz und knapp zusammenfassen und erklären für die Zuschauerin? Ja, da gehören zum Beispiel auch die Übergänge zu, dass man das Pferd einfach ein bisschen motiviert, ein bisschen flott macht mit dem Bein, dass er ans Gebiss rangeht und nicht hinter einem bleibt und das Gebiss halt ausspuckt, sondern dass er wirklich, wenn du mit dem Bein kommst, dass er dann auch am Zügel rangeht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch wenn man später mal Grand Prix oder auch auf Kandare reitet, dass er wirklich auf Trense reell ans Gebiss rangeht und dann immer mal wieder ein bisschen motivieren, dass man das Hinterbein aktiviert. Also das, was man klassisch eigentlich aus der Reitlehre kennt, eben ans Gebiss herantreten. Ja, genau. Und wie machst du das? Können wir da auch noch einen Tipp mitgeben? Sind das Impulse oder? Ja, das sind klar sind das Impulse mit dem Bein. Das mache ich oft, fange ich auch einfach an, zum Beispiel Trab-Schritt-Übergänge und dann im Schritt, dass er wirklich am Zügel antrabt, dass du die Zügel dran lassen kannst, also dass du die Zügel dran lassen kannst und dass er dann wirklich ans Gebiss rantritt. Diese Übergänge, Trab-Schritt, aber auch im Trab ein bisschen zulegen, wieder einfangen, Galopp, Trab, diese ganzen Übergänge und dann mal ein bisschen zulegen vom Bein haben und wieder aufnehmen. Das gehört eigentlich alles dazu. Viele verschiedene Übungen, die man da machen kann. Ja. Eine Frage, die mich persönlich tatsächlich auch noch sehr interessiert, weil das unter anderem auch auf YouTube immer eine große Sache ist, die diskutiert wird. Die ganz reguläre, konforme Handposition ist ja vor sich stilltragend. Mhm. Man sieht dich aber jetzt auch teilweise mit der Hand arbeiten. Du hast mal die Hand ein bisschen weiter links, du gleichst damit aus. Warum reitest du so? Eigentlich, um das Pferd so ein bisschen zu unterstützen. Einfach um den so ein bisschen mehr im Gleichgewicht zu halten. Aber generell soll es schon so sein, dass du die Hand wirklich stehen lassen kannst. Das soll das Ziel sein, da will man natürlich irgendwann hinkommen. Gerade in den Prüfungen soll man die Hilfengebung natürlich nicht sehen. Klar, es ist zu Hause, arbeitet man vielleicht nicht so wie jetzt in der Prüfung. Was aber ja auch Sinn macht. Genau. Da reitet man die Pferde über dem Rücken, da reitet man die Pferde ein bisschen tiefer oder macht halt andere Sachen wie eine Prüfung. Aber in der Prüfung muss die Hand schon da stehen bleiben, das Knick muss an der richtigen Stelle sein. In der Prüfung ist das ja auch Ziel der Sache. Das ist das Ziel, da will man auf jeden Fall hinkommen, ja. Wir hatten das gerade noch ganz kurz und das würde ich ganz gerne noch einmal fragen. Du hast auch gesagt, du reitest diese eine Lektion nicht unbedingt prüfungskonform. Ich finde das unheimlich positiv, dass das auch wirklich jemand mal so sagt, dass es nicht immer nur um dieses perfekte Endresultat geht, sondern dass du im Prinzip dann ja auch so reitest, um einfach den Weg zu gehen und da irgendwann hinzukommen. Ja, das konnte man vorhin, glaube ich, besonders gut bei den Destiny auch noch mal kennen, als ich die Galopp-Piorette zum Beispiel angesetzt habe. Da kann ich nicht gleich schon so eine kleine Piorette reiten wie eine Prüfung, sondern muss ihn erstmal entwickeln lassen, dass er sich langsam versammelt, dass er vom Hinterbein arbeitet und dann erstmal eine Arbeitspiorette. Und wenn es nur drei Sprünge sind und wieder rausreiten, einfach ihn erstmal ein bisschen auch nicht zu überfordern und ihn gleich jetzt eine ganz kleine Pirouette zu reiten, sondern ihn langsam dazu dran zu gewöhnen. Und dann zum Schluss, wenn ich merke, er lässt los, dann kann ich auch mal eine Prüfungspirouette reiten. Ganz, ganz tolle Einstellung, wie ich finde. Wir haben jetzt zwei deiner Nachwuchspferde gesehen. Und jetzt kommen wir zu dem, auf den, denke ich, alle warten, auf deinen Superstar, Desperados. Da sehe ich strahlende Augen bei dir. Wie fühlst du dich, wenn du solche Bilder von Desperados siehst? Ja, das ist natürlich immer wieder emotional, solche Ritte
zu sehen. Und ja, Desperados ist einfach ein Traumhengst, der macht mir so viel Spaß. Und einfach als Hengst ist der einmalig für mich. Der kämpft mit, der will alles richtig machen. Und gerade im Viereck, der legt einen Schalter um und will eigentlich wirklich alles richtig machen und ist super ehrgeizig dabei. Ich glaube, so einen Hengst noch mal wieder zu bekommen, das ist nicht so einfach, weil Desperados einfach ein Hengst ist, der sich auch im Vier konzentrieren kann, lässt einen nicht im Stich. Und da gibt es natürlich auch Hengste, die zu Hause Weltmeister sind, aber dann auf dem Turnier sagen, so, machen wir alleine. Und das ist bei ihm einfach gar nicht so. Der kämpft bis zum bitteren Ende, ob es heiß ist oder kalt. Dein Once-in-a-Lifetime-Horse. Ja. Sieht man an den strahlenden Augen. Das finde ich sehr, sehr schön. Desperados ist, das muss ich leider erwähnen, ich meine, das weiß auch jeder, er ist ja leider Gottes ausgefallen. Ja. Ihr seid aber jetzt wieder im Aufbautraining. Wie gestaltet sich das Ganze? Ja, also der Desperados ist jetzt schon länger wieder im Aufbautraining. Wir haben aber gesagt, dass wir diese Saison nicht mehr reiten werden, sondern uns dann wirklich auf die nächste Saison konzentrieren wollen. Ich denke, jetzt in den nächsten Tagen werden wir einen Turnierplan erstellen, in Verbindung mit den Bundestrainern zusammen. Und weil einige Turniere muss er einfach laufen, das Hengst, der muss ein bisschen was sehen, auch wenn er nächstes Jahr 17 Jahre ist. Der ist immer noch super ehrgeizig und ein kleiner Macho ist er auch, wenn er die ersten Male wieder loskommt. Von daher müssen wir mal gucken, wo wir anfangen. Ein großes Ziel wäre für mich natürlich noch mal die WM. Ob es klappt, weiß ich nicht, aber das ist noch mal ein großes Ziel. Und ich hoffe, dass wir ihn darauf gut vorbereiten können und ihn dann auch fit haben. Ihr baut ihn auf jeden Fall schonend auf. Und wir durften bei diesem Training auch ein bisschen über die Schulter schauen. Das werden wir jetzt gleich auch machen. Aber vorher noch mal der Hinweis auf unser Gewinnspiel. Das, was Desperados jetzt gleich trägt, das könnt ihr nämlich gewinnen. Alle Infos dazu findet ihr unter diesem Stream. Es geht um die Schabracke und um die Abschwitzdecke. Und jetzt wollen wir natürlich ein bisschen was sehen. Hier ist das Training mit Desperados. Ich heute mit Desperados ein leichtes Aufbautraining, wie ich es jetzt die letzten Wochen gemacht habe. Wie ihr wisst, war er verletzungsbedingt leider eine Weile ausgefallen. Deswegen werde ich euch heute noch nicht allzu viele Lektionen zeigen, sondern einfach das Basisarbeiten oder das Aufbautraining, wie ich Desperados jetzt gymnastiziere und locker behalte. Wichtig ist schon jetzt im Schritt, dass er fleißig durchschreitet, den Hals fallen lässt und konzentriert bei der Sache ist. Jetzt auch hier, dass ich die Linksstellung oder gerade auch die Rechtsstellung bei ihm, dass er da loslässt, sich die Hand vorgeben kann und er lässt sich fallen. Dass er den Unterhals loslässt und den Rücken aufwölbt. Wichtig sind auch immer wieder diese etwas längeren Schrittpausen, wo die Muskulatur sich mal wieder entspannen kann, das Pferd durchatmen kann. Der Reiter auch. Und dann fange ich eigentlich relativ zügig schon an zu galoppieren, weil man Desperados im Galopp einfach noch leichter lösen kann. Kriegt er den Rücken frei. Dann kann man ihn nachher besser schließen im Trab. Erst reite ich ein bisschen vorwärts, noch gar nicht versammeln. Auch hier wieder Übergänge zulegen, einfangen, dass das Hinterbein weiterarbeitet. Zwischendrin kann man einfach auch mal eine kleine Traversale einbauen, die ein bisschen gebogen ist. Oder auch jetzt schon mal ein bisschen, ich werde jetzt keine Pirouetten reiten, aber einfach, dass ich Despi versammeln kann, dass ich merke, dass er weiterarbeitet. Weil Lektionen brauche ich dem Pferd nicht mehr beibringen, das kann er. Wenn die Durchlässigkeit gegeben ist, dann geht er auch die Lektion. Die Hand jetzt schön vorgeben,
Und ich galoppiere trotzdem weiter. So eine größere Arbeitspirouette ist halt eine gute Übung, um einfach die Hinterhand zu aktivieren. Bevor ich jetzt im Trab zum Aussitzen komme, lasse ich ihn mal immer ein paar Tritte mal anpiaffieren. Das ist auch wiederum gut für sein Hinterbein. Dann benutzt er den Rücken und die Hinterbeine kommen unterm Schwerpunkt. Da mache ich meistens immer nur kurze Sequenzen. Gar nicht zu lange, sondern einfach nur, nicht um ihn anzustrengen, sondern einfach um ihn ein bisschen zu gymnastizieren. Jetzt würde ich noch mal einmal eine Wechseltour reiten. Fange erstmal mit Viererwechsel an. Auch hier ist wieder wichtig, dass das Pferd gerade bleibt. Diese Lösungsarbeit mache ich zweimal am Tag, meistens morgens als erstes und nachmittags. Und dann wird er noch, kommt er natürlich auch noch mal nach draußen. Und das mache ich deshalb zweimal am Tag, weil man so die Kondition und die Muskulatur aufbauen kann und einfach nicht einmal am Tag dann das volle Pensum durchzieht, sondern das Ganze ein bisschen verteilt. Das ist für die Gesundheit besser, für die Beine, die Muskulatur. Wie ihr seht, Desperados auf dem besten Weg zurück zur absoluten Topform. Und nicht nur ich bin der Meinung, auch die Community da draußen, ich glaube, jeder ist froh, dass du ihm diese Zeit lässt, die er eben dafür braucht. Und du konntest das jetzt gerade leider nicht mitbekommen. Ich habe ja die Regie im Ohr und mir wurde gerade zugeflüstert, dass da draußen sehr, sehr, sehr viele Herzchen für Despi fliegen und dass sich alle freuen, Bilder von ihm zu sehen. Und ich habe dich auch beobachtet, während wir jetzt die Bilder angeschaut haben. Du hast so glänzende Augen. Lass uns einfach noch ein Momentchen schwelgen und erzähl uns ein bisschen was von ihm. Hat er irgendwelche Eigenarten? Gibt es irgendein Geheimnis von ihm, was du verraten kannst? Fressen ist seine große Leidenschaft. Dementsprechend hat er auch eine ausgepolsterte Box, weil er doch immer zuerst was zu fressen haben muss, weil sonst macht er richtig Randale. Das ist eigentlich so eine Schwäche. Aber ansonsten ist das zu Hause ein total angenehmer Hengst. Eigentlich überhaupt nicht hengstig. Du meintest, glaube ich, am Anfang sogar, man könnte ein Baby zu ihm in die Box legen. Ja, wirklich. Der ist eher ganz vorsichtig und will einem nichts Böses. Es gibt ja manche Hengste, die so ein bisschen beißen oder schubsen. Das macht er überhaupt nicht. Also der ist total angenehm zu Hause, auch wenn er, klar ist er Hengst. Wenn er loskommt, kann er auch hengstig sein, aber zu Hause ist er super lieb. Was ist denn Despis absolute Leibspeise? Auch auf die Gefahr hin, dass du bald viele Pakete bekommst. Möhren. Möhrchen? Ganz weit oben, ja. Die bekommt er aber ja auch. Die bekommt er auch, ja. Sehr gut. Wir haben sehr oft die Facebook-Frage bekommen, ob er lieber Hengst ist. Ich glaube, das haben wir beantwortet. Lass uns noch mal ganz kurz zum Fachlichen zurückswitchen. Das habe ich jetzt gerade beobachtet bei allen Pferden. Du hast ja immer unterschiedliche Gebisse drin. Ich meine, klar, eine Kandare ist noch mal was anderes, aber du hast bei Desperados jetzt, glaube ich, so ein Kunststoffgebiss mit drin. Genau. Warum? Wonach entscheidest du das? Also das mache ich auch abhängig von den Pferden. Das muss man ein bisschen merken, wo fühlen die Pferde sich drauf wohl, ob es jetzt ein doppelt gebrochenes Gebiss ist, ob es Olivenkopf. Da habe ich eigentlich alles im Stall. Ich habe aber eher keine dünnen Gebisse, eher normale oder tendenziell auch eher dickere Gebisse, weil damit kann man eh nicht rumtricksen. Die Pferde müssen auf der Trense durchlässig sein und dann kann man auch erst auf Kandare reiten. Desperados hat... das ist so ein Happy Mouse Gebiss, ich glaube sogar mit Apfelgeschmack. Der liebt das Teil, das hält nicht so lange. Das muss nach einem Jahr muss das auch mal wieder gewechselt werden, weil das ein bisschen durchbeißt und dann muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Aber der ist da zufrieden drauf und ja. Und das ist nachher die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Das war eigentlich auch eher Zufall, dass ich das mal ausprobiert habe. Gerade bei Hengsten muss man ja immer ein bisschen gucken. Die spielen ja öfter mal so ein bisschen mit dem Gebiss, aber der findet das super und
Happy Mouth. Happy Mouth. Sehr gut. Ein spannendes Thema für viele ist sicherlich auch, wir haben es jetzt mehrfach angesprochen, er ist natürlich ein Hengst. Wie sieht es denn in der nächsten Saison mit dem Deckeinsatz aus? Also die Decksaison haben wir so ein bisschen vorgezogen, dass wir jetzt im Dezember und Januar hat er ja sonst vermehrt gedeckt, also nur TG, aber gedeckt. Das haben wir jetzt ein bisschen vorgezogen und ich hoffe, dass genug Portionen da sind. Aber so, dass wir uns jetzt wirklich im nächsten Jahr voll auf den Sport konzentrieren können und dass er dann wieder erst Ende nächsten Jahres decken muss. Weil, wieder ran muss. Genau, weil es doch nicht so einfach ist. Sport und Decken ist schwer zu vereinen, finde ich. Das geht auf an die Substanz und dann die Pferde können sich nicht mehr konzentrieren. Und von daher ist das, glaube ich, so eine ganz gute Lösung, dass man das in den Turnierpausen macht. Mhm. Und die Experten, die wissen das natürlich, aber es kam jetzt gerade auch noch mal ganz kurz die Frage, kannst du ganz kurz den Begriff TG erklären? Das ist Tiefkühlsperma, das friert man ein. Ja, die meisten Züchter wollen es lieber frisch, aber der Samen von Desperados ist tipptopp, also ihr dürft zureifen. Ja. Sehr gut. Und das lässt sich dann einfach besser mit dem Sport vereinbaren, weil er einfach konzentrierter ist und auch im Viereck bei der Sache. Ganz genau. Wir sind fast am Ende der Sendung, aber noch nicht ganz. Wie sieht dein Programm jetzt bis Weihnachten aus? Bist du in Frankfurt? Ich glaube, du bist privat da. Hast du noch irgendwas Größeres geplant bis Weihnachten oder kann das Jahr jetzt langsam ausklingen? Also für mich klingt das Jahr jetzt langsam aus. Vielleicht fahre ich einen Tag zum Gucken, vielleicht den Louis-Dor-Preis noch mal angucken in Frankfurt. Das weiß ich aber noch nicht ganz sicher. Ansonsten steht für mich jetzt dieses Jahr nichts mehr an. Wir konzentrieren uns auf das nächste Jahr und hoffe, dass wir dann nochmal durchstarten können. Das wird sicherlich ein gutes. Eine private Frage, die sei noch erlaubt. Ich glaube, das interessiert euch da draußen auch immer so ein bisschen private Einblicke. Weihnachtsfest, wie ist das bei euch? Großer Rahmen, kleiner Rahmen, sehr traditionell? Das ist eigentlich sehr traditionell mit meiner Familie zusammen. Es kann sein, dass ich nach Weihnachten noch für 3-4 Tage mal ein bisschen Skifahren gehe. Aber ansonsten ganz ruhig mit der Familie, so wie jedes Jahr eigentlich. Also ein paar schöne, entspannte Tage. Genau. Super. Liebe Christina, vielen, vielen Dank für diese tolle Zeit. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ich denke, wir alle wünschen dir ein ganz, ganz tolles neues Jahr. Also eine tolle Saison 2018 mit deinen Nachwuchspferden, natürlich mit Desperados, mit dem du sicherlich nochmal richtig durchstarten wirst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit hier. Dankeschön. So, ihr seid wahrscheinlich neugierig. Ich habe versprochen, dass wir das Gewinnspiel am Ende dieser Sendung auflösen. Und das machen wir natürlich auch. Und zwar haben wir 2 Gewinnerinnen. Die Schabracke, getragen von Desperados und natürlich ungewaschen, das sage ich immer noch mal gerne dazu, die geht an Juliane Rossi. Herzlichen Glückwunsch. Und die Mercedes-Benz Abschwitzdecke, die geht an Nicole Brunner. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und ja, das war's. Wir hoffen, dass euch das Mercedes-Benz Reiterforum live gefallen hat, denn wir machen im nächsten Jahr weiter. Leider nicht mit dir, aber wir haben ganz, ganz tolle andere Kollegen von dir am Start. Unter anderem Helen Lange-Hahnenberg, Sönke Rutenberger werden da sein, weitere Topstars aus dem Reitsport. Und alle Termine und alle wichtigen Infos, die findet ihr auf der Homepage, die wir euch jetzt einblenden. Und natürlich auch in den sozialen Netzwerken bei Facebook und bei Instagram und auch auf deinen und meinen Kanälen. Da könnt ihr nämlich auch einfach mal Like und Abonnieren klicken. Wir wünschen euch eine tolle Adventszeit, habt ein entspanntes Weihnachtsfest und wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dahin, ciao! Mercedes-Benz. Das Beste oder nichts.